Moinsen Leute, herzlich willkommen hier bei Photoshop Arts mal wieder. Erik ist für euch am Mikrofon zu diesem neuen After Effects Tutorial. Und ja, im letzten Tutorial hatten wir uns mit Video Openern bzw. Video Closern beschäftigt. Und da ging es um die Metalltür. Und ich dachte mal, dieses Opening bzw. in diesem Fall dieses Closing einer Videoreihe ist auch nochmal ziemlich ansprechend. Und zwar haben wir hier wunderbare Theatervorhänge, die zurückfallen und dann sich wunderbar schließen. Auch nochmal sehr schnell zu machen, sehr elegant finde ich, kann man sehr gut in Videos verwenden. Und darum wird es in diesem Tutorial gehen. Und das ist auch sehr, sehr schnell gemacht. Und wir wollen auch nicht so viel Zeit verplempern. Wir machen eine neue Komposition und nennen das Curtain für Vorhang. Und dann habe ich ein Bild dafür. So. Und das ziehe ich jetzt größer. Ungefähr so. Und wir brauchen, wie im letzten Tutorial, auch natürlich erstmal die Hälfte. Sichtbereich. Also so bis hier. Na, nicht ganz. Noch einen Tick weiter vielleicht. So. Ja, das kommt hin. Und jetzt haben wir die eine Seite schon mal. Und die müssen wir erstmal animieren, weil der soll ja zufallen, der Vorhang. Das heißt, wir gehen auf P für Position. Mache ein Keyframe und ziehen den dann auf ungefähr eine Sekunde. In einer Sekunde soll das Ding zufallen. Also hier. Und bei 0 Sekunden ziehen wir das Ding rüber. So, und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es halt noch ein bisschen schwingt. Und das machen wir hier oben mit dem Marionetten-Pin-Werkzeug. Wir gehen hier hin und machen 4 Punkte. Und zwar 1, 2, 3 und 4. Na, nicht ganz. Ein bisschen weiter. Hier ungefähr da. 4. So, und jetzt drücken wir auf U und dann können wir hier diese Marionettenpins genau sehen. Hier wurden auch schon Keyframes dafür erstellt. So, und das heißt, direkt vor einer Sekunde schwingt das Ding natürlich schon mal so ein bisschen hier nach rechts mit, wie auch in unserem Beispiel. Schwingt das einmal wupp hier so rüber. Hier vielleicht ein bisschen extrem, aber es geht ja auch nur darum, wie man es ungefähr macht. Das heißt, ab hier wollen wir hier die Pins hier unten bewegen. Das heißt, den ziehen wir ein bisschen rüber und den ziehen wir hinterher. Dass das ungefähr so schwingt. Und die Keyframes von davor ziehen wir nach hinten. Also auf 0 Sekunden, damit das Ganze normal anfängt und dann rüber schwingt. So, die hier oben bei 4 und 3 können wir eigentlich löschen, weil die brauchen wir sowieso nicht. Die bleiben die ganze Zeit gerade. So, und vielleicht ein bisschen weiter nach hinten, hinter die eine Sekunde, damit man noch sieht, wie das Ding weiter schwingt. Und dann gehen wir bei 2 Sekunden ungefähr. Schwingt das hier rüber. Wir dürfen natürlich nicht beide auf einmal anfassen. Das heißt, immer einzeln. So. Und so. Na doch, vielleicht ein bisschen weiter. Und dann hier ungefähr hin. Wieder in die Richtung. Ein kleines bisschen. Und dann hier. Wieder zurück. Immer ein bisschen weniger werden. Also so. Und dann nur noch einen kleinen Tick. So. Zack. Und jetzt, ganz am Ende, ziehen wir das wieder möglichst gerade. Das heißt ungefähr so. Jetzt können wir mal gucken, wie das Ganze schwingt. Wir rendern das einmal kurz. Vielleicht sollte man das hier etwas nach vorne schieben, dass das Ding schon hier möglichst in diese Richtung schwingt. Die ganzen anderen sollte man dann hinterherziehen, damit es dann doch einen Tick schneller geht.
Gucken wir es nochmal an. Sehr schön. Ist, glaube ich, sogar besser als unser erstes Beispiel, finde ich jedenfalls. Und damit könnt ihr halt einen wunderbaren Vorhang machen, der sich schließt. Ihr könnt es natürlich auch andersrum machen, dass er sich öffnet. Aber beim Schließen kommt natürlich mehr Wucht hingegen rein und dann wackelt er halt hier auch so ein bisschen hin. Ich habe das noch nie gesehen, wenn sich ein Vorhang öffnet, dass das auch so extrem wackelt, aber weiß ich nicht, kann man ja versuchen, hab's noch nie ausprobiert. Und mit der Technik macht ihr dann einfach genau die gleiche Seite und schon habt ihr dann einen Vorhang, der sich wunderbar closed, sagen wir mal, der sich wunderbar zumacht. Und ja, mal wieder ein wunderschöner Opener bzw. Closer. Mal gucken, ob dazu noch mehr Tutorials kommen. Ich werde mich mal ein bisschen umschauen, ob es da noch was gibt. Wenn ja, dann wird es bestimmt noch mehr Tutorials drüber geben. Wenn nicht, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Tutorial hier bei Photoshop Arts. Bleibt sauber, macht's gut, Leute. Haut rein!